Herzlich willkommen bei Kraftbaum, dem Podcast, bei dem die Natur und die Gesundheit im Mittelpunkt stehen. Ich bin Sandra Schilling und ich freue mich wiederum auf ein spannendes Interview und Geschichten, die dich ermutigen werden, die Natur und den Wald als deinen Freund kennen und lieben zu lernen. Akzeptanz für das, was ist. Heute im Gespräch darf ich André Lorino begrüßen. André Lorino tauschte sein Leben als freier Grafiker und Filmemacher gegen eine Hütte im Wald und lebte nur mit Schlafsack und Messer 7 Monate als Aussteiger in Norditalien. Seit 2008 arbeitet er als Naturcoach, Ausbilder und Seminarleiter und betreibt seit 2010 ein eigenes Seminarhaus im Schwarzwald mit den Schwerpunkten Natur und Selbsterfahrung. Herzlich willkommen, André. Danke, Sandra. Ich freue mich, dass ich hier bin und dass wir jetzt hier miteinander verbunden sind. Ja, ich freue mich genauso und ich hoffe, ich habe dich korrekt vorgestellt. Oder fehlt noch was? Da fehlt natürlich noch eine ganze Menge, aber ich denke, das gibt einen ganz guten Überblick für das Thema hier. Mhm. Wie kommt man dazu, als Grafiker und Filmemacher sein Leben so umzukrempeln und das Bedürfnis zu haben, über 7 Monate in einem Wald ausschließlich mit einem Schlafsack und einem Messer ausgerüstet zu leben? Ja, ich antworte da ganz gerne mit, wahrscheinlich war es einfach nur Dummheit. Ich habe das Bedürfnis gar nicht so stark gehabt, es war eher eine Notwendigkeit, also es ging gar nicht mehr anders. Wenn ich an mein altes Leben zurückdenke als Grafiker, das habe ich gerne eingeschlagen. Es ging damals auch ein bisschen drum, was möchte ich gerne studieren, und ich konnte zeichnen, also lag das für mich nah. Bin auch direkt genommen worden für die Fachhochschule, wo ich dann das studiert habe, und habe aber im späteren Verlauf einfach gemerkt, es ist eine Dienstleistung. Es bedeutet Kreativität auf Druck, auf Kommando, und habe einfach gemerkt, das kann ich wie nicht leisten. Und ich habe mich stark überfordert gefühlt zu der Zeit. Habe dann auch eine Weile in der Medienbranche gearbeitet, auch in einem Umfeld. Und die Menschen, die dort arbeiten, mögen es mir nachsehen. Aber es war halt immer so, das, was wir gerade machen, ist das Allerwichtigste auf der Welt. Und habe für mich einfach gemerkt, das ist eine Form von Druck und Anspruch, dem ich wie nicht genügen kann. Also für mich war es einfach, es war zu viel. Und das hat sich eben auch stark bemerkbar gemacht im Körperlichen zum Beispiel. Und ich hatte die ein oder andere Erfahrung, die mir signalisiert hat, dass das Leben eben keine Generalprobe ist. Das bedeutet, mir ist ein, zwei Mal vom Leben selbst die Frage gestellt worden, was möchtest du mit der Zeit, die du hier hast, gerne anfangen? Und dann habe ich gedacht, ich möchte nicht gerne die ganze Zeit vorm Computer sitzen und auf Druck kreativ sein. Das wäre jetzt nicht die erste Antwort gewesen. Und habe mich dann rückbesinnt und festgestellt, eigentlich seitdem ich schon Teenager bin, zog es mich in die Natur, aber es war auch immer etwas, was mir fehlte. Und ich hatte zwar öfter die Möglichkeit, in einem Ferienhaus, was wir als Familie besessen haben, einfach auf dem Land zu sein, einen Bauernhof kennenzulernen und dort auch zu leben. Das hat mir sehr gut getan. Aber das war auch ein Aspekt, der mir einfach im Alltag gefehlt hat. Ich komme aus Köln, aus der Großstadt. Da ist die Natur, beschränkt sich auf einen Park oder vielleicht mal ein bisschen was am Rhein, oder man müsste recht weit rausfahren in die Eifel. Und als Kölner ist man da etwas zu bequem. Und habe einfach von heute auf morgen beschlossen, ich wandere aus, ich cutte mein altes Leben. So geht's einfach nicht mehr weiter und ich brauchte diesen harten Schritt. Genau, und von da aus bin ich, glaube ich, 3-4 Monate mit dieser Entscheidung gegangen. Und es war eine ganz interessante Phase, weil ich, glaube ich, dadurch alle Existenzängste gegangen bin, die man sich so vorstellen kann. Ich habe angefangen, meine Sachen zu verschenken. Ich habe angefangen, mich von Menschen zu verabschieden, weil ich auch gar nicht wusste, was passiert danach. Hatte mit meinen Eltern auch eine intensive Zeit. Und letztendlich bin ich in den Zug gestiegen und einfach nach Norditalien gefahren und hatte weder Ahnung von Survival noch von, wie verhält man sich in der Natur bei irgendwelchen Gefahren, noch von, wie baue ich mir eine Hütte. Ich hatte eigentlich keine Ahnung von gar nichts, einfach nur dieses ganz, ganz tiefe Bedürfnis, raus in die Natur zu gehen und
dort wieder so meine Verbindung herzustellen. Das war, glaube ich, wirklich wie, ich war einfach wie entfremdet, abgeschnitten, abgeschottet. Und es war wie eine große Sehnsucht und deswegen war es einfach eine Notwendigkeit, die Alternative wäre. Ja. Aber du hattest dieses Ziel Norditalien vor Augen, als du wusstest, da gibt es eine Hütte im Wald, da kann ich sein. Oder war es einfach so mehr, mich ja. in die Wärme, in den Süden, ich gehe mal nach Norditalien und schau dann mal. Ja, warm war es da ja nicht. Da muss man schon weiter nach Süden gehen. Tatsächlich kannte ich jemanden dort, den Jürgen Gerzerbeck, der hat eine Survival-Schule in Österreich, bei Villach. Und er hat dort ein Gelände und kannte sich da aus und wusste einfach, da ist weit und breit, ist da kein Mensch. Das ist auch ein Gelände, das ist wie Urwald, also es kümmert sich auch niemand drum und dort kann man sein, ohne groß entdeckt zu werden. Und ich wusste, er ist nicht weit entfernt. Den habe ich halt auch ab und zu mal getroffen, dass er mir einfach so ein paar Grundzüge des Survivals beibringen kann. Die bestanden aber auch auf seine ganz spezielle Art und Weise, Dinge zu vermitteln. Er nennt es Coyote Teaching. Das bedeutet einfach auch keine konkreten Antworten zu geben, sondern einfach mich machen zu lassen, meine Fehler machen zu lassen. Und meist saß ich dann heulend vor ihm und wusste weder ein noch aus. Und er hat sich gefreut, weil es einfach gut ist, diese Fehler zu machen. Daraus lerne ich ganz viel. Also ich hatte da jemanden, der mir das empfohlen hat, diese Gegend. Deswegen bin ich dahin. Okay, und in gewissen Maßen auch zur Seite standest. Du wusstest, du hast da so einen Notanker für dich. Genau, der einmal im Monat schaut, ob ich noch lebe. Genau. Ja. Jetzt nehme ich mal an, also ich kann mir vorstellen, da kommt man da so euphorisch hin, wow, endlich Freiheit pur. Und wann und wie kam so der erste Knackpunkt, die erste große Hürde zu überstehen? Was mache ich da überhaupt? Ja, das ist schwer zu sagen, weil wirklich, ich muss sagen, wirklich die ersten 4 Wochen war ich wie in Trance. Es war wirklich wie, das alte Umfeld ist wie weggerissen. Es ist wie, dass eine alte Identität wie gestorben ist. Es ist eigentlich auch ein Stück weit Trauerarbeit, aber diese 4 Wochen waren eigentlich auch erstmal nur Schock, obwohl es ja frei gewählt ist. Ich denke, der erste Moment war wirklich die erste Nacht schon, weil es viele Geräusche gab, die ich nicht kannte und habe erstmal gedacht, dass der Wald voller Monster und Außerirdischer ist. Ich kam natürlich nicht auf die Idee, dass da 7 Schläfer sein könnten. Die kannte ich dann auch gar nicht. Und ich glaube, die erste Nacht war so ein Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, worauf hast du dich hier eigentlich eingelassen? Und für mich war aber klar, das war ein Weg ohne Wiederkehr. Was für dich war von Anfang an klar, 7 Monate ziehe ich das durch? Ja, klar war eigentlich 12 Monate und danach mal schauen. Ja. Okay. Wie hast du dann ernährungstechnisch gemacht? Hast du da was mitgenommen? Bist du da zwischendurch irgendwo in einem Dorf einkaufen gegangen? Ja, es gab ein Dorf, das war 20 Kilometer den Berg rauf. Das heißt, da musste ich mir schon gut überlegen, ob ich diese Tageswanderung mache. Und dann kennt man ja ein bisschen aus Italien, dann weiß man nie, ob der Laden wirklich offen hat. Und wenn, dann vielleicht nur 2 Stunden. Dann musste ich da halt noch ein bisschen campieren und dann einfach so einen Sack Reis, ein paar Grundnahrungsmittel einfach dann mitnehmen. Das war wichtig für die Anfangszeit. Ich habe aber auch, und du hast sie ja gerade gegessen, deswegen bin ich so begeistert davon, von diesen Maronen habe ich gelebt. Im Oktober bin ich da hingezogen. Und es gab einen Überfluss von diesen Esskastanien. Oh, das war für mich das Paradies. Ja, es war für mich auch das Paradies. Deswegen habe ich das mal total zugenommen, anstatt abzunehmen. Ja. Richtig gemästet von diesen Kastanien. Und es gab dicke Eicheln. Und das habe ich dann auch gelernt, wie man die halt eben zu einem Mehl verarbeiten kann. Und es wuchsen Kakis an den Früchten. Also eigentlich war es recht üppig von dem, was es zu essen gab. Und es war auch fettreich und stärkereich, so dass ich da ganz gut überleben konnte. Weder jagen konnte ich, geschweige denn durfte ich. Noch wusste ich genau, welche Pflanzen man essen konnte. Von daher war das erstmal mein einziges Nahrungsmittel am Anfang. Und dann muss ich aber auch sagen, dann habe ich ein bisschen unterschätzt, dass es auch Futterkonkurrenz gibt. Also Mäuse, Eichhörnchen und Eichelhäher haben meine schön gesammelten Vorräte natürlich geklaut. Die habe ich gut versorgt und meine eigene Versorgung blieb dann ein bisschen zurück. Es gab dann später im Winter Probleme damit.
Aber dann war also die Ernährung, das war nicht deine größte Herausforderung. Rückblickend war tatsächlich der ganze Survival-Gedanke gar nicht so sehr die größte Herausforderung. Mhm. Ich selbst war, glaube ich, die größte Herausforderung für mich. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Da kommt man aus einem Alltag, wo alles so vorgeplant ist, wo eine gewisse Struktur da ist und auf einmal steht man da und ja, hat keinen fixen Tagesplan. Es geht ja dann wirklich nur ums Leben, ums Überleben. Ja. Oh, ja, um den täglichen Komfort. Sicher musstest du vorher machen, um zu kochen, um dich eben um deine Ernährung kümmern zu können. Genau. Gab es schon auch eine Phase, wo das für dich zum Problem wurde? Also dieses Unstrukturierte, dieses, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also Langeweile oder ich meine, du hast ja dann auch ganz viel Zeit, um zu denken. Mhm. Mhm. War das ein Problem? Ja. Also, dass keine Struktur vorherrschte, stimmt, kann ich so eigentlich nicht unbedingt sagen, weil die Struktur ist einfach dann auf einer anderen Ebene und zwar dadurch, dass zum Beispiel um 18 Uhr die Sonne weg ist und dann ist einfach vorbei mit Arbeiten. Also dann habe ich halt vielleicht, wenn ich Glück habe, mein Feuer gemacht, kann ein bisschen beim Feuerstein vielleicht noch, beim Feuerschein vielleicht noch meine Schnüre drehen aus Brennnesselfasern oder was auch immer es noch an Arbeiten gibt, aber ansonsten ist der Tag dann zu Ende und der Tag beginnt wieder mit dem Sonnenaufgang. Und die Sonne selbst hat eine ganz gute Struktur vorgegeben, genauso wie das Wetter. Also welche Arbeiten kann ich bei Regen machen, welche bei Sonnenschein. Von daher war es eine Struktur, die mir eigentlich nach und nach in eine ganz tolle, natürliche Rhythmik verholfen hat. Da bin ich sehr dankbar für. Aber am Anfang war es natürlich klar, was fange ich mit mir an, was gibt es überhaupt zu tun, wo kriege ich mein Essen her, wie kriege ich meine Unterkunft gebaut. Das hat mich erstmal überfordert. Und aber auch in so einen Stress reingebracht, der mir am Anfang erstmal geholfen hat, das alles, was an Gedanken hochkam, auch wie erstmal nicht wahrzunehmen. Also erstmal war wirklich das Wichtigste hinzubekommen, mich überhaupt zu versorgen. Und da ist ein ganz wichtiger Begriff, Eigenverantwortung. Das ist, glaube ich, das, was ich sehr viel da lernen durfte. Hat eben auch was mit der eigenen Rhythmik zu tun, mit dem eigenen Tagesplan. Also wirklich für sich selbst verantwortlich zu sein und nicht es auf irgendwen anders zu schieben, auf den Chef, auf die Kollegen, auf den Kunden, die meinen Tag bestimmen, sondern ich alleine bestimme. Und was möchte ich jetzt tun oder was ist für mich wichtig, was brauche ich jetzt? Und das ist natürlich, das sind Fragen, die mich ganz stark auf mich selbst zurückwerfen. Und dann habe ich natürlich gemerkt, wie sehr bequem ich doch war, indem ich ganz viel an Struktur eben an andere abgegeben habe in meinem Leben vorher. Und dann war es leicht, darüber zu klagen. Aber so muss ich die Klage immer an mich selber stellen. Und das fühlt sich anders an. Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du von Arbeiten gesprochen, unter anderem auch von einer Hütte bauen. Also du hattest da keine Hütte, die du aufsuchen konntest, sondern du warst wirklich da mitten im Wald mit einem Schlafsack, mit einem Messer. Und das war es dann schon. Und musstest dir die anderen Sachen erstmal irgendwie bauen. Also ich meine, du kannst dir dann kein Wasser kochen, wenn du keinen Topf hast. Richtig. Ja, doch, das geht schon. Mit ein paar anderen Methoden, aber da braucht man auch immer Vorbereitung. Das, was ganz praktisch war an diesem Friaul einfach, dort gab es in den 70er Jahren, 1976, ich glaube sogar mein Geburtsjahr ist das, ja, gab es ein großes Erdbeben. Viele Dörfer sind seitdem einfach verlassen. Die Leute haben die Dörfer verlassen. Die sind zerstört worden und seitdem wächst der Wald eben auch darüber. Das heißt, die Menschen kehrten nie wieder zurück. Und dort kann man immer noch Töpfe finden und alte Sachen. Und Italiener neigen auch manchmal dazu, also Deutsche natürlich auch, Dinge aber einfach in den Wald zu schmeißen. Und das ist in meinem Fall dann auch manchmal echt praktisch gewesen. Ein bisschen wie so ein Waschbär. So. Ja, genau. Also Fundsachen haben schlussendlich deinen Haushalt ausgemacht, sozusagen. Ja, genau. Am Anfang viele Fundsachen und bis ich gelernt habe, selber welche herzustellen. Ach, spannend. Also du hattest wirklich kein festes Dach über deinem Kopf. Nein. Bis du erstmal dir was aufgebaut hattest. Da. In der Zeit warst du nie Regen ausgesetzt, Sturm ausgesetzt? Doch. Dann war dein Schlafsack
total durchnässt und, oder wie hast du das gemacht? Ja, ich muss noch dazu sagen, also außer Schlafsack und Messer hatte ich noch eine Regenplane dabei. Okay, alles klar. die dann letztendlich in der Hütte dann verarbeitet wurde, um mich vor dem Regen zu schützen. Ja, klar, klar. Und gerade am Anfang habe ich es aber tatsächlich versucht, erstmal mit Blättern zu machen. Und da gibt es ja auch die Möglichkeit, kleine Laubhütten zu bauen, wo man sich so reinquetscht und vom Regen eine Weile geschützt ist. Was hat dich jetzt gerufen, nach 7 Monaten dieses Projekt abzuschließen, obwohl du dir 12 Monate so mal in deinen Blick genommen hattest? Gerufen hat mich das Wandelhaus, das ist das Seminarhaus, was ich jetzt betreibe, hier im Schwarzwald. Und ich habe es mit 2 lieben Kolleginnen gegründet. Die sind mittlerweile ausgezogen, weil sie eigene Lebenspläne noch verfolgen. Und aber für uns war damals zu dritt klar, wir wollen das zusammen machen. Und das war so plötzlich da, dass wir selbst erstaunt waren. Eigentlich war dieses Projekt angedacht für die nächsten 10 Jahre. Das heißt, eigentlich wäre jetzt so die Zeit gewesen, damit zu starten. Aber das war plötzlich alles da und es gab so viel Rückenwind, dass ich mich da gar nicht erwehren konnte. Also schon wieder eigentlich. ein bisschen wie von außen. Und da wollte ich von Anfang an dabei sein. Ich wollte mitgestalten und mitbestimmen und mitfantasieren und meine Visionen mit reingeben. Deswegen habe ich gesagt, ich breche die Zeit jetzt ab in Italien. Der Winter war dann auch gerade rum. Warum auch die schöne Zeit genießen? Okay, ja. Genau, dann kann ich ja genauso gut im Schwarzwald das ganz neue Leben anfangen. Das war einfach wie ein neuer Ruf, der dann kam. Also dann hast du schon auch während deiner Zeit in Italien, hattest du Kontakt mit der Außenwelt? Ab und zu mal. Ich hatte eine Handy-Akkuladung und die musste halt reichen für diese Monate. Wow, okay. Das kann sich ja heute wohl kaum jemand mehr vorstellen. Aber nee. Ich meine jetzt eben dieses Projekt mit dem Wandelhaus, dass du das auch wusstest, dass das jetzt reif war. Diese Botschaft musste ja an dich herangetragen werden können. Ja, genau. Also der Plan war vorher, dass wir das machen. Und tatsächlich hatte ich so um Weihnachten rum die Möglichkeit, einmal ins Internet zu gehen, in einem Internetcafé in einem Ort da. Und dort habe ich ganz einfach die Anzeige von diesem Haus gesehen, die auch noch nur ein Unfall war von der Vorbesitzerin. Sie hat gesagt, sie wollte mal was ausprobieren. Und die Anzeige war nur für 5 Minuten online. Und da habe ich gerade die Telefonnummer rausgeschrieben. Und das dann meine Kolleginnen machen lassen und organisieren lassen. Ja. Im Nachhinein sagst du jetzt, diese 7 Monate, das war für dich auch eine Lehrzeit? Oder wie würdest du die Zeit so auf dein Leben ausgesehen beschreiben? Also es war eine sehr prägende Zeit. Es war für mich tatsächlich eine Lehrzeit. Es war wirklich eine Zeit von, jetzt sind wir angerissen, so dieses... Etwas Altes ist gestorben und das ist wie, und jetzt fängt was Neues an. Das ist jetzt die Umformung, wie eine Transformationszeit letztendlich. Dadurch, dass ich mit mir selbst so sehr auseinandergesetzt war, mit meinem eigenen Hochmut, mit meiner eigenen Bequemlichkeit, mit meiner eigenen, ich kann auch schon fast sagen, Arroganz, die mir so vorher nie aufgefallen ist. Aber tatsächlich, wenn die Natur dich so dermaßen auf den Hosenboden setzt, dann ist es eindrücklich und dann war es für mich oft auch erstmal schmerzhaft, das für mich alles anzuerkennen, dass all diese Dämonen und noch viel mehr einfach in mir drin sind, die ich vorher einfach nicht gesehen habe. Und das hat mir wirklich wie eine ganz neue Bodenhaftung gegeben und mich tatsächlich auf diesem Planeten ankommen lassen, weil ich mich vorher immer recht außerirdisch gefühlt habe, dachte, was mache ich hier eigentlich? Wer sind die Menschen, doofe Menschen? Und das war der Moment, wo es wirklich heißt, hier spür mich mal. Und da sind wir ja bei diesem Thema Akzeptanz für das, was ist. Mhm. Ich meine, das war ja nicht so. Du bist ja geflohen, sozusagen, auch in deinem alten Leben. Und jetzt, ja, das Akzeptieren für das, was ist, das fällt ja, ich glaube, das darf ich behaupten, den meisten Menschen oder allen nicht ganz so leicht. Ja. Mir auch nicht. Ja. Aber dennoch, ich denke, du hast ja jetzt diese Erfahrung gemacht. Was würdest du uns da gerne mitgeben? Wo können wir uns in diesem Sinne unterstützen? Also, wenn ich aus meiner Erfahrung heraus spreche, dann muss ich immer wieder auf diesen Aspekt eingehen,
der Dunkelheit in uns, also das, was wir oft für dunkel halten. Es gibt einfach, C.G. Jung hat ja auch diesen Begriff vom Schatten geprägt. Das sind einfach Aspekte in uns, die wir an uns selber ablehnen, die wir nicht für gehörig halten. Also das gehört sich nicht, das sollte so nicht sein, ich sollte so nicht sein, ich dürfte so nicht sein. All die Selbstverbote, die wir uns auferlegen. Und ich finde einfach, es ist auch von uns als Gesellschaft her an der Zeit, dass wir eben genau dahin schauen und schauen, was möchten denn diese Anteile von uns, die ja nun mal einfach zu uns gehören, egal ob wir sie ignorieren oder nicht, das ist den Anteilen ja egal, oder diesen Eigenschaften, die sind ja trotzdem da. Was ist deren Botschaft? Und das ist eigentlich so auch immer meine Einladung an die Menschen, einfach mal auf genau diese Botschaften zu hören, von all dem, was wir an uns ablehnen, was wir an uns nicht akzeptieren können, aber auch was wir an der Welt nicht akzeptieren können, was wir im Außen ablehnen. Und ja, das ist für mich und für meine Arbeit essentiell, weil dort entdecke ich immer wieder in diesem abgelehnten Anteil ganz, ganz, ganz kostbare Schätze und Potenziale, die sich da auftun, und Kräfte, die uns zur Verfügung stehen plötzlich. Und es ist wie mehr Energie, die uns zur Verfügung steht, Energie, die wir vorher dafür aufgebracht haben, das alles zu unterdrücken und eben nicht haben zu wollen. Wie kann ich diese Sprache meiner Schattenseiten lernen? Ich meine, das sind oft Botschaften, die können nicht auf Anhieb so lesen oder nicht so annehmen. Kann uns auch da die Natur ein Stück weit unterstützen, ein guter Begleiter darin sein? Ja, ich finde, das kann sie unbedingt. Also wenn ich meine Arbeit als Naturcoach, ich arbeite noch als Naturcoach hier im Wandelhaus und bilde eben Leute auch aus im Naturcoaching und bin immer, immer wieder dankbar für diese ganz wunderbaren Erfahrungen, die ich selber mit Klienten machen darf, die ich aber auch mit den Schülern machen darf. Denn jeder Mensch macht ja einfach seine eigene Reise bei so einem Naturcoaching in die Natur. Und die Natur ist einfach ein ganz, ganz, ganz starker Spiegel, eben auch für diese Aspekte in uns, die wir nicht unbedingt sehen möchten. Und ich merke es immer wieder, dass wenn Menschen rausgehen und an einer Fichte vorbeigehen und sehen, diese Fichte ist verletzt und Harz tropft raus und ich merke, es rührt sie an. Und dann kann es natürlich sein, was jetzt natürlich wäre, auch ich möchte jetzt überhaupt nicht hinschauen. Das ist mir jetzt zu viel, das ist mir zu anstrengend. Und dann gehen sie weiter und dann taucht es wieder auf. Die nächste Fichte blutet. Und sie wollen wieder nicht hinschauen. Und dann kommt die dritte und vierte Fichte. Und irgendwann ist es einfach so stark und so präsent und so stark in Resonanz, dass wir wie gar nicht anders können, uns dem hinzuwenden. Und die Natur bildet gleichzeitig aber auch, obwohl sie uns einfach nur darauf hinweist, bildet es gleichzeitig auch wie einen geschützten Rahmen. Der Rahmen oder ein Raum, der einfach behauptet oder der einlädt und sagt, hier darfst du dir das anschauen, hier ist es geschützt. Hier bist du geborgen und hier ist jetzt wirklich auch die Zeit dafür, sich diesen dunklen Aspekten, diesen alten Verletzungen, diesem Schmerz zuzuwenden. Ich selbst habe es einfach gemerkt, dadurch, dass ich natürlich mit mir selbst immer wieder konfrontiert war und es fängt an zu regnen und die Brombeerschlaufen wickeln sich um meine Füße und ich fange an zu fluchen und trete gegen den Baum und sage, du bist schuld an allem. Und das, was der Baum in dem Moment aber sagt, ist, hier ist eigentlich nur einer, der sich gerade verletzt. Und das bin dann wohl ich. Mhm. Und das ist einfach sehr eindrücklich, ja. Das so kann die Natur uns das eigentlich sehr schön zeigen und uns auch auf sanfte Art und Weise darauf hinführen. Ja, und während 7 Monaten, da hattest du dann nicht die Chance, dich zurückzuziehen, wieder in ein Haus, in einen geschützten Rahmen, sondern irgendwann brauchst du dann einfach hinzuschauen. Da kannst du nicht immer an diesen verletzten Fichten vorbeigehen. Nein, genau. Die 7 Monate lang würdest du denen immer wieder begegnen, oder? Ja, und ich habe durch den Überlebensaspekt kommt noch hinzu, dass ich einfach nicht 7 Monate mit Jammern verbringen kann und klagen. Das heißt, es ist auch wie überlebensnotwendig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ja, spannend. Ja. Also ich kann mir so eine Zeit, auch so eine lange Zeit in der Natur auf jeden Fall vorstellen. Du hast mir ja auch gesagt, für dich ist die Natur fast wie deine Familie, wie deine Verwandtschaft, auch diese Nähe, auch, dass du auch ab und zu mal streiten darfst mit der Natur. Es ist nicht nur heile Welt in der Natur. Und das
Oh ja. Das ist das, was ich auch so spüre. Ich fühle mich da einfach akzeptiert mit all meinen Anteilen, eben auch mit meinen Schattenseiten. Die werden mir zwar gespiegelt, aber ich darf so sein. Ich werde nicht abgelehnt und ich fühle mich dann einfach auch freier. Also da darf ich weinen, da darf ich lachen, da darf ich schreien, da dürfen alle meine Emotionen sein und die werden da von der Natur nicht bewertet. Ganz genau, ja. Und das ist das, was mich so immer wieder so berührt und wo ich einfach merke, ich gehe jedes Mal so tief genährt wieder zurück nach Hause. Und wenn es nur für wenige Stunden oder nur für einen kurzen Spaziergang in der Natur ist, also ja. Genau. Ja, und das meint für mich die Kraft der Akzeptanz. In dem Moment, wo wir merken, die Natur kann es akzeptieren, haben wir auch die Chance, dass wir selber an uns akzeptieren können. Einfach sehen, dass es da ist und dem Raum geben. Weil es ist oft, sehe ich diese inneren Anteile, all das Abgelehnte. Mhm. Es ist wie ein kleines Kind, was eigentlich hinter uns steht und unsere Aufmerksamkeit braucht. Und umso weniger wir das beachten, umso lauter wird es natürlich. Ne? Und wenn wir es noch weniger beachten, dann ist es vielleicht irgendwann resigniert, wenn es merkt, es kommt irgendwie gar nicht durch. Und so versuche ich da einfach die Sichtweise zu verändern und diese Anteile wie kleine Kinder von uns selbst zu betrachten. Und die haben einfach die Möglichkeit, dann zu spielen in diesem Raum Natur. Ja, ja, genau. Und ich denke, wenn wir jetzt in der Natur einen knorrigen, ganz wildwüchsigen Baum sehen, oftmals fühlen wir uns ja von dem angezogen. Also wir sind, ich behaupte jetzt, dass viele Menschen gerade ob solchen Wesen, ob solchen Bäumen, ob solchen Strukturen besonders fasziniert sind. Aber in unserer Gesellschaft, alles, was nicht der Norm entspricht, ist ja schon schwieriger. Also auch da finde ich, ja, eigentlich in der Natur sehen wir so viel Faszination. Mhm. Wenn wir dann das auf uns zurückspiegeln, dann lehnen wir das ab. Wieso können wir es nicht auch da annehmen? Ganz und auch da diese Faszination, zu leben. Genau, ja. Das ist natürlich nicht so einfach, weil wir sind geprägt. Wir sind über Jahrzehnte geprägt. Wir sind als Gesellschaft geprägt. Und das ist ganz, ganz, ganz schwierig, da wie einen Schritt hinzumachen. Und hinzu kommt noch, es fühlt sich nicht immer unbedingt gut an, sich dem zuzuwenden oder den Schmerz zu spüren. Eben, das ist kein gutes Gefühl. Unsere Gesellschaft ist aber oft drauf aus, gute Gefühle und eine tolle Zeit zu haben und Spaß und Freude. Aber ich glaube, dass wenn wir eben auch diesen anderen Aspekten Raum geben, dass dann Spaß und Freude sowieso kommen, aber wie nochmal auf einer anderen Ebene viel tiefer gefühlt werden können, viel, viel mehr Boden haben. Ja, und ich denke auch, wenn immer nur Freude ist, dann ist die Qualität der Freude oder dann ist sie irgendwann einfach so normal. So erlebe ich es zumindest. Und wenn ich dann mal einen Taucher mache, dann ist die Freude nachher noch viel freudiger. Weißt du, was ich meine? So, dann ist es was Besonderes. Es ist wieder eine ganz andere Dankbarkeit dann dem gegenüber auch da. Also genauso mit dem Wetter, wenn es mal über Wochen nur neblig ist und düster, wie freut man sich auf den ersten Sonnenstrahl? Wenn es immer nur blauer Himmel wäre, dann wäre am 10. Tag wieder schöner blauer Himmel, aber schon nicht mehr die Begeisterung dafür. So wie wir es letzten Sommer hatten, wir haben ein bisschen gescherzelt, weil sich alle Menschen halt ständig Sonne wünschen und letzten Sommer hatten wir ständig Sonne. Und unsere Quelle fing an auszutrocknen, die Wälder haben gelitten und einfach zu schauen, was macht's, wenn wir einfach immer nur Sonne wollen? Mhm. Und der Regen wie nicht akzeptiert wird. Ja. Und was passiert mit dem ganzen Planeten, um zu schauen? Das ist alles so wichtig, das ist alles, greift ineinander über und es braucht diese Vielfalt, es braucht diese Polarität, diese Abwechslung, diese Rhythmik, um lebendig zu sein. Ja. Und ich meine, gerade mit dem Wetter, wir können es ja nicht ändern in diesem Moment. Also was wollen wir uns da verrückt machen oder wollen wir es einfach akzeptieren, eben akzeptieren, so wie es jetzt gerade ist und wir machen das Beste draus. Genau, das ist wohl die wichtigste Übung im Sinne von Akzeptanz. Also wenn der Regen kommt, dann können wir uns dann noch so sehr dagegen wehren. Ich weiß aber schon, wer gewinnen wird. Ja. Von daher können wir immer schauen, so was bedeutet es jetzt einfach im Regen, auch diesen Kampf dagegen aufzugeben? Und klar, man kann Regenschirme aufspannen, wenn man einen hat. Aber wenn nicht, was bedeutet es dann? Worauf kann ich mich dann zuwenden? Da hilft mir die Achtsamkeit immer ganz viel, indem ich sage, jetzt kann ich mal lauschen, wie hört sich der Regen denn überhaupt an?
oder genau nachspüren, wie fühlt sich das an, wenn der Regentropfen, wenn dieser kalte Regentropfen meine Stirn berührt, was ist das genau für ein Gefühl? Und das wirklich in mich aufzunehmen. Und plötzlich wird es ganz spannend und aufregend. Und ich denke mir so, Gott, ich möchte mehr von dem Regen. Ich möchte jetzt gar keine Sonne, ich möchte das mehr erkunden. Und das, was vorher einfach abgelehnt ist, wird wie ein neues Universum, was ich erkunden kann. Ja. Ja. Hast du uns vielleicht noch einen Tipp? Wir haben vorhin von diesen verletzten Fichten gesprochen und davon, dass du dann vielleicht bei der dritten Begegnung mit einer verletzten Fichte deine Begleitperson darauf aufmerksam machst, da mal hinzuschauen, mal stehen zu bleiben. Wie kann jetzt diese Person, wenn sie alleine unterwegs ist, wie kann sie selbst diese Fichte erkennen, diese Spiegelbilder seiner selbst erkennen? Ist das auch ein bisschen Übungssache? Oder wie können wir uns dafür öffnen, dass wir diese Spiegelbilder auch wirklich sehen, wirklich wahrnehmen? Ich denke, erster Schritt ist rauszugehen in die Natur. Und zwar vielleicht mit einer speziellen Absicht. Und zwar mit der Absicht, so ich möchte jetzt wirklich mich selbst in der Natur erkennen oder einen Teil von mir selbst. Oder ich kann auch mit einer ganz speziellen Frage rausgehen, die mich gerade beschäftigt, oder mit einer Thematik, mit einem Anliegen. Und dann mit der Gewissheit, die Dinge, die ich jetzt antreffe in der Natur und mich auf eine ganz spezielle Art und Weise berühren, ich nenne es immer wie ein Resonanzverhältnis. Also ich merke, ich komme jetzt mit diesem Ding, mit diesem Gegenstand, mit diesem Lebewesen, was auch immer es gerade ist, wie in eine Schwingung, in eine gemeinsame. Und es berührt mich auf eine Art und Weise, die sich schmerzhaft anfühlen kann, die sich aber freudvoll anfühlen kann oder einfach mir so ein bisschen Tränen in die Augen bringt oder mich einfach nur fesselt. Wenn dieser Moment passiert, dann ist da wie eine Kommunikation, findet da statt. Zwischen dir und dem Naturwesen oder Objekt oder was auch immer es ist. Und in diesem Moment können wir uns selber einfach ein paar Fragen stellen. Was kann ich darin entdecken? Woran erinnert es mich? Und das, woran es mich erinnert, was hat es mit meinem Leben zu tun? Ja. Genau. Das wäre so die allereinfachste Methode, um sich die Natur ein bisschen zu entschlüsseln. Ja. Genau, sehe ich auch so. Und dass man da wirklich auch auf seine Intuition hört und nicht das Gefühl hat, ich brauche da dringend jemand, der mir das übersetzt. Nein. Weißt du, das ist ja dann auch oftmals so, dass man das Gefühl hat, ja, ich meine ja das jetzt nur und vielleicht interpretiere ich jetzt da was falsch, aber... Nee, es ist immer die eigene Stimme, die dann eben spricht, die eben aus dieser Verbundenheit mit dem, was gerade stattfindet, also mit dem, was fließt, das kommt einfach da raus. Genau. Das ist eben dann auch die Botschaft, da können wir auch drauf vertrauen. Ja. Beim Naturcoaching ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil jemand dabei ist und dir hilft, den roten Faden zu halten. Und ich werde ja öfter auch gefragt, warum gehst du denn raus mit Leuten als Naturcoach? Sie können ja auch einfach eine, wie das ähnlich, was ich jetzt beschrieben habe, eine Medizinwanderung machen. Ja, aber es geht eben oft genau um diese Punkte, wo wir selber vielleicht sagen, und da möchte ich jetzt eben nicht hinschauen, deswegen gehe ich jetzt einfach dran vorbei, obwohl es mich vielleicht berührt. Und dann ist es gut, wenn jemand da ist, der sagt, magst du nicht doch einfach nochmal gerade hier stehen bleiben, obwohl du den Impuls hast, jetzt weiterzugehen und nochmal nachspüren, was jetzt wirklich genau ist, ob nicht doch ein Bedürfnis da ist. Und das hilft eben genau, an die Blindspots zu kommen und dahin zu schauen. Geht aber auch allein. Wunderbar. Ja. Ja, und ich denke, es ist auch eine Übungssache. Ja, ist oder? Es auch. Je öfter, dass man das macht, desto mehr kann man sich dann auch vertrauen. Also, ja. Man lernt vielleicht auch diese Sprache zwischen Natur und sich dann immer besser. Genau. Diese Kommunikation wird dann so eine Herzensangelegenheit. Wenn man da hinspürt, dann glaube ich, ist man auf einem guten Weg. Absolut, ja. Und es funktioniert übrigens auch mit anderen Menschen. Es muss nicht die Natur sein. Ja, ganz klar. Ganz klar, ja. Nur bei anderen Menschen, glaube ich, ist wahrscheinlich die Hemmschwelle oder eben die Angst, wieder bewertet zu werden, nicht einfach sein zu können, schon wieder größer. Und in der Natur fällt das dann halt schon mal weg. Absolut, ja, genau. Deswegen finde ich es auch einfach schön, wenn wir uns einfach Momente in der Natur gönnen,
wo wir wirklich einfach auch nur so sein können. Mhm. Einfach auch ohne eine Übung zu machen, ohne zu meditieren und wirklich so einfach Gedanken fließen lassen, die Seele baumeln lassen und einfach nur wir selber sind. Mhm, genau. Ja, André, gibt es noch irgendetwas, das dir besonders auf dem Herzen liegt, das du uns noch mitgeben möchtest? Ja. Ich denke, dass also was mir wirklich am Herzen liegt, wo ich auch einfach sehe, dass wir vielleicht wirklich als Gesellschaft das verändern können und da, wo kann jeder bei sich anfangen, wirklich diesen Stimmen in uns Raum zu geben, die laut sind, die aber auch fordernd sind, die kritisch sind, die antreibend sind, die perfektionistisch sind, eben all das, was mit der inneren Kritikerin oder dem inneren Kritiker verbunden ist, oder diesen ganzen Schattenaspekten, dass wir da uns einfach mal trauen, uns dem zuzuwenden und einfach mal hinhören, was ist deine Sorge? Und als zweite Frage vielleicht stellen, und was brauchst du? Und dass wir da einfach dass einfach wieder eine Form von Kommunikation fließen kann. Das wäre so ein Wunsch. Diesen Wunsch nehme ich gerne mit, so als Abschluss zu diesem Gespräch. Finde ich ganz schöner Gedanke nochmal. Und ich glaube, ein Wunsch, den wir uns immer wieder mal vor Augen führen dürfen. André, dir vielen, vielen Dank für das super spannende Gespräch. Ja, danke dir für die schönen Fragen und für die Möglichkeit hier. Ja, also ich konnte da schon ein bisschen mitleben mit deinem Erlebnis in Italien. Da sind bei mir ganze Bilder abgelaufen von meinem inneren Auge. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass du uns an deinen Erlebnissen, an deinen Erfahrungen teilhaben lässt. Und dir wünsche ich einfach weiterhin viel Freude bei deinem Tun, viel Akzeptanz für das, was ist, und alles, alles Liebe von mir. Danke, wünsche ich dir auch, Sandra, und auch allen Zuhörern. Ein ganz feines Leben wünsche ich euch. Und unten in den Shownotes, da findet ihr übrigens auch noch die Webseite von André als Naturcoach, sowie auch von seinem Seminarhaus. Das heißt? Das Wandelhaus. Das Wandelhaus, genau. Und tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank für dein Zuhören. Schön, dass du bei Kraftbau mit Sandra Schilling dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, so freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Oder, wenn es deine Zeit zulässt, über eine Rezension bei iTunes. Denn so können möglichst viele Menschen auf die positive Kraft der Natur aufmerksam gemacht werden. Ich wünsche dir eine kraftvolle Zeit und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Deine Sandra.